Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass die großen Immobilienkonzerne in Berlin unser Hauptgegner sind und sie Haupttreiber der Mietexplosion in Berlin. Sie sind in der Lage, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Mietpreise zu erhöhen. Und nachdem wir viele Auseinandersetzungen mit diesen großen Immobilienkonzernen, allen voran Deutsche Wohnen, der größte Immobilienbesitzer, hatten, haben wir beschlossen, dass wir eine radikale Lösung für ein radikales Problem brauchen. Und haben dann diese Kampagne erst diskutiert und dann irgendwann auch als Volksbegehren mittels direkte Demokratie gestartet. Unsere Kampagne läuft seit 1,5 Jahren. Der aktuelle Stand ist, dass wir die erste Stufe erfolgreich abgeschlossen haben mit 77.000 Unterschriften. 20.000 hätten wir gebraucht. Und dass jetzt eine rechtliche Prüfung, die vorgeschrieben ist, läuft, damit wir die zweite Stufe starten können. Aber auch während dieser Kampagnenzeit haben wir vieles nebenbei sozusagen erreicht. Nicht nur eine Diskursverschiebung, die Diskussion in Berlin hat sich komplett geändert, auch bundesweit hat das Spuren hinterlassen, sondern auch rechtliche Maßnahmen, die der Senat von Berlin getroffen hat, um das zu zitieren, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, wie der Mietendeckel, der demnächst Anfang 2020 in Berlin wirksam sein wird. Einerseits müssen neue Wohnungen, die gebaut werden, bezahlbar sein. Wir sind auch dafür. Und andererseits müssen wir den Bestand an 1,5 Millionen Haushalten in Berlin, die Miete zahlen, schützen. Sonst würden so viele aus diesen Haushalten vertrieben werden, dass wir mit dem Neubau von Wohnungen nicht nachkommen. Also Bau von bezahlbarer Wohnungen und Schutz des Bestandes sind die zwei Standbeine einer sozialen Wohnungspolitik. Man muss auf beiden Beinen stehen. Wir werden hoffentlich im Mai mit der zweiten Stufe der Unterschriftensammlung anfangen. Wir brauchen da 200.000 Unterschriften, das ist ein ganzer Batzen. Und dann wird es zum Volksentscheid kommen und die Berlinerinnen und Berliner werden über unseren Vorschlag abstimmen. Wir haben eine realistische Chance, zum ersten Mal in Deutschland für einen solchen Vorschlag zur Vergesellschaftung großer Vermögen eine Mehrheit zu bekommen. Aber dafür muss man kämpfen, weil die andere Seite natürlich auch alles mobilisiert. Man kann uns natürlich auf in den sozialen Medien folgen, man kann, wenn man ein bisschen Geld hat, spenden. Und vor allem in der heißen Phase, wird so etwa im Mai, Juni sein, laden wir herzlich alle Leute, die es mögen, nach Berlin ein an einem Wochenende, damit wir alle gemeinsam eine große Unterschriftensammelaktion machen können.